Und in Österreich, immer eine andere Geschichte, die haben den Impfzwang eingeführt. Und dann, ich habe den Herrn Lesch persönlich getroffen, zufälligerweise. Leisch heißt er. Und das ist so ein Techniker, der die Gesundheitsdatenbank von Österreich verwaltet. Und da sind auch die Impfinformationen drauf. Und dann haben die Politiker entschieden und haben ihm den Auftrag gegeben, jetzt der Polizei die Liste zu übergeben, wer im entsprechenden Bundesland nicht geimpft ist. Und dann hat ihm ein Kollege gesagt, wenn du das machst, dann wirst du ganz viele Klagen am Hals haben, weil das ist eine schwere Datenschutzverletzung. Und dann hat er sich nochmal rückversichert beim Minister, oder wie denn das sei, oder ob der Minister da die Klagen entgegennehme. Und das war dann dem auch ein bisschen zu unangenehm. Und da hat er gesagt, ja, dann gibt es keine Daten, oder? Und hat ein Mann hat die Umsetzung der Impfpflicht einfach abgestoppt. Grüezi miteinander. Es freut mich, das große Interesse zu sehen. Ich begrüße Sie sehr herzlich für diese Vorlesung Aufarbeitung der Covid-19-Politik. Jetzt der nächste Schritt wäre, dass wir sagen, ja, es ist auch nicht sicher. Es gibt Nebenwirkungen. Und das war nun wirklich nie unplausibel anzunehmen. Dass es plötzlich eine Impfung gibt, die hundertprozentig sicher ist, das ist jetzt einfach Tagträumerei. Völlig unrealistisch. Ein innovatives Verfahren und ein neu entwickelter Impfstoff wird langfristige Risiken haben, die man nicht kennt. Erstaunlich ist vielmehr, dass sich eine eher risikoscheue Bevölkerung, so nämlich die Schweizer war, die ein Gentech-Moratorium befürwortet oder in der Volksabstimmung, dann plötzlich sich auf so ein neues Impfverfahren einlässt, in relativ großer Zahl. Und dann stellt sich die Frage, das war die Kritik, die ich schon vor zwei oder drei Jahren in diesem Haus öffentlich gemacht habe. Was ist dann die Entscheidungssituation? Was sind dann diese Ethiker für einen? Es gibt ethische Konzepte, uralte, und eines ist das Weichenstellen der Probleme. Das ist die Situation, es kommt ein Zug, der rast auf eine Gruppe Gleisarbeiter zu in hohem Tempo. Und die sind sich nicht bewusst, dass dieser Zug kommt und sie stehen neben der Weiche und können die Weiche gar noch stellen. Sie können die Arbeiter nicht alarmieren, aber sie können die Weiche stellen. Und wenn es diese Situation ist, wenn das jetzt die Impfung oder die Weiche, die man stellt, das sind die Vulnerablen, die krank werden oder sterben könnten und das ist das Virus. Und wenn ich jetzt die Weiche stelle, dann geht der Zug an den Leuten vorbei, dann ist die Impfung effektiv und sicher. Und dann ist es auch kein Problem, das ist ethisch der langweilige Punkt. Aber so haben die Ethiker eigentlich implizit argumentiert, aber jeder Ethiker weiß, das spannende Problem ist, wenn es da auch noch Leute hat. Das sind eben die, die da Nebenwirkungen haben. Kann ich alle durchimpfen und dann stehen die auf dem anderen Gleis und wenn ich jetzt, und was mache ich jetzt? Und das ist eine ethisch nicht abschließend beantwortete Frage. Von daher ist das mit diesem Kantschen Imperativ und was da noch so ein Quatsch rumgeboten wurde, völliger Blödsinn. Für Utilitaristen ist das kein Problem. Wenn das eine kleine Gruppe ist und das andere ist eine große Gruppe, dann muss ich umstellen. Die zählen einfach zusammen. Wenn weniger sterben, ist das schon ein Fortschritt. In der Praxis wird auch, es gibt ein Beispiel, das im Buch beschrieben ist, wird eigentlich auch so entschieden. Aber das Verrechnen von Menschenleben ist ethisch schon ein bisschen problematisch. Und da muss ich sagen, den Wirtschaftsethiker Urs Müller, den ich vorher zitiert habe, sagt, dass eine Politik, die Krankheit und Tod in Kauf nimmt, ethisch nicht verantwortbar sei. Ja, also dann ist genau das ethisch ja nicht verantwortbar. Dass ich weiß, es nimmt dann den einen oder anderen, aber es sind vielleicht nicht so viele. Also das ist ein völlig offener Punkt, der nicht ausdiskutiert worden ist. Jetzt, wenn die Impfung aber gar nicht sicher ist und auch nicht effektiv, oder sagen wir mal, also nicht sicher ist, das reicht eigentlich. Und jetzt kommt noch dieser Solidaritätsaspekt dazu. Dann haben wir Leute, die sind eben jung und stehen eigentlich keinem Risiko gegenüber. Die sind gar keinem Risiko ausgesetzt. Die impfen sich, das hat zur Folge, dass sie dann aufs Gleis kommen. Und die älteren Leute, die wirklich bedroht sind, die impfen sich auch und sind dann weg vom Gleis. Also wenn sie eher effektiv sein soll, oder?
Und einer landet dann hier, die anderen, den hat es nicht gemacht. Ja, und dann haben sie nicht mal mehr eine Weiche, oder? Der wird dann einfach überrollt. Und sein Solidaritätsopfer ist für gar nichts. Also er schützt da gar niemanden, die sind alle schon weg. Man könnte jetzt auch sagen, ein Teil der Älteren hat auch Nebenwirkungen und bleibt dann da stehen. Aber auch dem nützt es nichts, wenn der andere noch aufs Gleis kommt. Oder? Also das trifft ihn dann sowieso. Also das ist eigentlich die Entscheidungssituation, die wurde so gar nie diskutiert. Jetzt zur Frage, gibt es dann wirklich so viele Nebenwirkungen? Wie steht es dann mit den Nebenwirkungen? Jetzt komme ich wieder ein bisschen auf die Empirie zurück. Und jetzt habe ich zwei Quellen. Und die eine ist jetzt, ja nicht gerade mehr als dubios, aber doch ziemlich dubios. Irgendjemand hat mir einen Twitter-Link zugestellt, wo ein Hacker aus Holland die Daten, also nicht gerade gehackt hat, die Daten der EMA, der Europäischen Überwachungsbehörde, runtergeladen hat und dann irgendwie kompliziert analysiert hat und zusammengestellt hat und dann irgendwo präsentiert hat, wo man sich noch Rechte hätte sichern müssen. Also das hat mir dann irgendwann unterwegs abgelöscht und ich habe dann die bestimmten Grafiken, die ich hier zeige, aus dem entsprechenden Video rauskopiert, wo er das diskutiert. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Quelle. Das, ich werde immer angegriffen wegen dem. Das ist mir auch klar. Das ist jetzt der Herr, heißt der Herr Wouter aus den Niederlanden, ich kenne ihn überhaupt nicht. Das ist graue Literatur. Oder nicht mal das. Aber es ist immerhin, ich meine, das ist reproduzierbar, man könnte es überprüfen, ob es stimmt und so weiter. So zur Hypothesenbildung ist es ausreichend, würde ich sagen. Wenn man jetzt alles auf dem aufbaut, wäre es ein bisschen dubios. Ich habe nachher eine hochamtliche Quelle, die zu noch schlimmerem Ergebnis kommt. Aber er sagt Folgendes, er hat alle Meldungen von Nebenwirkungen bei der EMA vom Januar 2018 bis zum März 2023 sich angeschaut und zusammengezählt. Das sind einfach die Anzahl Meldungen, das sind schwerwiegende, nicht so schwerwiegende Fälle und so weiter, alles zusammen. Und dann hat er die Covid-Fälle separat genommen, natürlich gibt es da vor Einführung dieser Impfung keine Meldungen und dann geht es da schon mal vom Beginn weg, oder? Hat man wesentlich mehr Meldungen. Gut, ich würde da noch sagen, wenn man eine solche Zwangsimpfung einführt, also mit hohem Zwang und hohem Druck, dann reklamieren dann die Leute erst recht, oder da ist noch so eine Trotzreaktion drin, aber trotzdem, es bleibt auf hohem Niveau. Und das sind europäische Daten. Man müsste sich vorstellen, wie viele Millionen Leute das dahinter stecken. Oder? Das sind jetzt nicht Daten, die wahnsinnig schwanken. Und ich habe auch hier nichts abgeschnitten an der Achse, die beginnt wirklich bei Null. Und wir sind wesentlich höher. Und irgendwann nimmt es dann wieder ab. Und jetzt wird es aber nicht besser. Also jetzt sind sie so im vernünftigen Bereich. Aber das sind nur Impfmeldungen. Und das da sind alle anderen Medikamente, die es überhaupt gibt. Oder? Das ist ja schon von der Möglichkeit, dass es eine Meldung geben sollte, ist ein Riesenunterschied. Jetzt nimmt es da langsam ab und was passiert hier? Da sind wir plötzlich auf einem Niveau, wo wir noch nie waren. Und dann hat er das noch auseinandergenommen und geschaut, was sind die häufigsten Medikamente, die hier zu Nebenwirkungsmeldungen führen. Und einerseits ist das häufigste Medikament ist Inflectra, das ist ein entzündungshemmendes Mittel, das braucht man bei Autoimmunerkrankungen. Und genau, Autoimmunerkrankungen sind auf der Liste der möglichen Nebenwirkungen. Und wenn Sie sich das anschauen, also das Mittel allein, das geht ja absolut durch die Decke. Wenn Sie hier sind, das ist unglaublich viele Standardabweichungen weg von der Zufallsschwankung. Und dann habe ich ein zweites Mittel, da geht es nicht ganz so durch die Decke, aber immer noch genügend. Das ist Keytruda, das ist ein Krebsmittel. Und auch das, also das sind gleitende Durchschnitte, oder man hat das noch irgendwie abgedämpft mit gleitenden Durchschnitten. Auch hier einen ganz klaren Anstieg. Und das ist natürlich dann die Vermutung, also es können zwei Gründe sein. Das eine ist, dass eben viel mehr Leute auf diese Mittel angewiesen sind, da gibt es halt auch mehr Meldungen.
Das andere ist, dass die Kombination von Impfung und dieser Mittel dann plötzlich nicht mehr so verträglich ist. Und deshalb gibt es mehr Meldungen. Auf alle Fälle, was denn auch immer der Grund genau ist im Detail, es ist keine angenehme Erkenntnis. Aber es ist der Hacker von den Niederlanden, gibt es denn da was Besseres? Und Jahre nach der Herstellung der Daten hat ein Überwachungsamt in Westaustralien seine Ergebnisse publiziert. Und das sind jetzt amtliche Daten von einem großen Land. Sie sehen da, Government of Western Australia, Department of Health, 2022. Sind alles die Zahlen von 21 und so Ende 22 kam das, glaube ich, dann raus. Und die haben folgendes, die haben sowieso einiges intelligenter gemacht als wir. Wir haben ja eine relativ tiefe Erfassung von Nebenwirkungen. Sie haben gesagt, wir ändern das Erfassungssystem. Wir warten nicht darauf, dass uns die Ärzte Nebenwirkungen melden, sondern wir gehen aktiv in die Dateien hinein. Wir schauen uns die Datenbanken an der Verstorbenen, wir schauen uns die Austritte, Eintritte im Spital an, wer da stirbt und wer da welche Krankheiten hat und so. Wir ergänzen die Meldungen, die wir schon haben, mit den Meldungen, die wir so zusätzlich noch finden. Und dann wird es ein bisschen schwierig, oder? Ich meine, wenn Sie ein normaler eine andere Behörde hätte dann einfach vorher, nachher publiziert und dann hätte man nicht gewusst, was ist jetzt der Anstieg wegen dem neuen Meldesystem und was ist der Anstieg wegen den Covid-Impfungen. Und sie haben das aber sauber getrennt. Oder? Sie zeigen hier die traditionellen Impfungen. Es geht also nur um Impfungen, also vergleichbare Meldungen. Es sind nur Impfungen. Und das ist so Masern, Mumps und was und Starkrampf und was es alles gibt. Oder? Und da sieht man, 2020 gab es 270 Meldungen und da hat man aber noch nicht diese aktiv erhobenen Meldungen. Und im Jahr darauf gab es weniger passiv erhobene Meldungen, also die Meldungen von den Ärzten und Ärztinnen, und 98 aktiv erhobene Meldungen, die dazu kamen. Das gibt dann ungefähr dasselbe. Also wir haben, wenn man da noch schaut, dass da weniger verimpft worden ist, dann kommt man auf 13 Meldungen pro 100.000 Dosen und nachher sind es 16 Meldungen pro 100.000 Dosen. Also man muss sagen, mit diesem neuen System hat man dann gar nicht so einen stärkeren Effekt. Und jetzt vergleicht man das mit den Covid-Meldungen von 2021. Es sind völlig andere Dimensionen, 6.500 und 3.800. Natürlich haben wir auch fast das Doppelte oder 18 und da sind es 3,9 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden. Aber es gibt schon mal 10.000 Meldungen und nicht ein paar hundert. Also ein Riesenunterschied. Und wenn man es noch korrigiert, pro Impfdose, dann haben wir 264 zu 16. Das ist 16,5 Mal mehr Nebenwirkungsmeldungen. Und das hatten diese Ämter so Ende, zu Beginn 2022 war das ein Wissen, das vorhanden war, mindestens für Australien. Also eine massive Verschlechterung, auch wenn da jedes Kopf und so auch noch drin ist, aber es sind halt auch schwerwiegende Sachen drin. Es ist ja nicht möglich, dass das nur, dass jetzt da Millionen von Leuten oder Zehntausende von Leuten nur noch Kopf melden. So wird das auch nicht sein. Eine andere Untersuchung, die extrem kämpfen musste gegen die Covid-Taskforce im Kantonsspital Basel, die unbedingt nicht wollte, dass man diese Untersuchung durchführt. Das ist eine wirklich international herausstechende Untersuchung, weil sie eine super Ausgangslage hatte. Bürgin und Lopez und andere, und da findet man auch den Namen Batege, und Batege ist wirklich ein prominenter Impfbefürworter. Konnten dann 2023 nach großen Hindernissen publizieren, dass sie eine Analyse gemacht haben beim Spitalpersonal. Und zwar gingen sie folgendermaßen vor. Sie haben das ganze Spitalpersonal, das geboostert werden sollte oder dann auch wurde, mal durchgescannt und geschaut, haben die irgendein Problem mit dem Herz. Und alle, die eine Herzgeschichte hatten, glaube ich, jünger als 5 Jahre, wurden aussortiert. Also dann verblieben 727 gesunde Angestellte des Kantonsspitals Basel ohne Herzprobleme. Und da sind auch keine 80- und 90-Jährigen drunter, das ist eher eine jüngere Population.
das hat man ganz selten, oder, dass man bei so solchen Analyse dann nicht schon vorbestehende Krankheiten haben, die alles wieder verzerren. Nein, das waren jetzt die Gesunden. Und dann wurden sie geboostert. Und 3 Tage nach dem Booster hat man sie untersucht auf bestimmte Entzündungsanzeichen im Blut, die darauf hinweisen würden, dass sie eine Myokarditis hätten. Und das Resultat ist, dass 22 von diesen 777 einen Ausschlag hatten bei dieser Untersuchung. Das ist ein Risiko von 1 zu 35. Also da sind wir in Risikoregionen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also so 1 zu 10.000, das ist irgendwie noch so einigermaßen tragbar, und 1 zu 100.000 ist, glaube ich, normal bei Impfungen, aber 1 zu 35, das ist horrend. Und dann sagen alle, ja, Myokarditis ist nicht so schlimm. Also wenn Sie es 3 Tage nach dem Booster diagnostiziert bekommen und dann das Richtige machen, ist es nicht so schlimm. Wenn Sie aber Sportler sind und sich wieder auf Touren bringen wollen und dann weiter trainieren wie wild, dann fallen sie irgendwann tot um, und diese Fälle gibt es. Aber es ist irreversibel. Genau, es ist irreversibel, es ist eine Schädigung des Herzens, der bleibt. Das betont auch Pietro Vernazza. Und nach 30 Tagen war es bei der Hälfte dieser Geimpften noch nicht abgeklungen. Also bei der Hälfte war es eben, ist auch irreversibel, aber wenigstens nicht mehr akut. Oder bei den anderen war es akut, ein paar hatten sogar noch eine Verschlechterung. Also das sind Risikoaussagen jenseits von Gut und Böse. Ist mir klar, dass man das nicht publiziert haben wollte. Wenn ich das umrechne, ist jetzt schon ein bisschen eine kleine Stichprobe, 777, aber wenn man sagt, 6,1 Millionen wurden in der Schweiz geimpft, dann sind das 175.000 Personen mit einer schweren oder leichten irreversiblen Schädigung ihres Herzens. Ja, das ist viel. Wenn ich es hochrechne auf 100.000, um es vergleichbar zu machen, dann sind das 2.830. Und verglichen mit der Information von Swissmedic, die nicht nur, das geht jetzt nur um Myokarditis, oder? Wir wissen ja nicht, was alles anders da noch dazukommt, oder? Die nicht nur Myokarditis anschauen, sondern alles zusammen, behauptet Swissmedic, es gibt 99 mutmaßliche Nebenwirkungen, so schlimmere, auf 100.000 Personen. Also sind einfach, die Daten von Swissmedic sind einfach kompletter Schrott. Wenn man es mit Australien vergleicht, wenn man es mit Basel vergleicht, auch wenn man es mit diesem Hacker von Holland vergleicht, wenn man dem glaubt, aber also in jedem Fall, das ist einfach unterste Schublade. Und man bemüht sich ja nicht einmal, warum können die Australier ein besseres Erregungssystem einführen und wir können das nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Und dann noch weiter, die letzte schlechte Nachricht dann für diese Hälfte. Das ist ganz normale BAG-Statistik. Schwere Verläufe bei Kindern, Lungenembolie, Herzstillstand, Schlaganfall, Hirninfarkt, Kinder zwischen 0 und 14. Das sind nicht BAG, das ist, glaube ich, Bundesamt für Statistik. Man findet es auf Seite 158 im roten Büchlein, die genaue Quelle. Und wenn man sich das so anschaut, oder, dann hat man da so einen Fall pro Jahr und im Jahr 21 hat man dann 6. Und hier hat man auch so zwischen 10 und 20 und da sind 27. Und im Total sind es da rund 20 und dann 45. Wenn ich das jetzt genauer betrachte, dann kann ich einen Mittelwert machen von 2016 bis 2020, und Sie sagen, die Zahlen waren relativ stabil, sie haben keinen Trend, nichts. Da komme ich im Schnitt auf 20 Kinder, die hier ein Problem haben. Also kann ich für 2021 auch 20 Fälle erwarten, tatsächlich sind es 45, dann ist das allein schon eine Verschlechterung um 125%. Und so wird es dann meistens auch noch in der Corona-Bewegung gerechnet. Das ist aber falsch gerechnet. Also entweder ist es halt irgendein Effekt, von dem man nicht weiß, was es ist. Wenn es aber die Impfung wäre, oder, dann muss man nachschauen, wie viele sind denn überhaupt geimpft. 85% sind ungeimpft. Und wenn ich jetzt die Annahme treffe, also relativ harte Annahme, es sind jetzt nur die Geimpften, die diesen Anstieg ausmachen, das muss nicht unbedingt stimmen, oder? Dann erwarte ich bei 17 im Schnitt, das sind eben 85%, wieder 17 Fälle, und die sind auch da, das sind tatsächlich 17, habe ich 0% Anstieg. Und wenn diese Annahme stimmt, dann habe ich bei den 3 Verbleibenden
nicht mehr nur 3, sondern 28. Und das ist ein Anstieg um 733%. Natürlich, und jetzt sehen Sie gerade das Problem, oder? Das sind sehr, sehr wenig Fälle. Das ist ein Risiko, das war tief und jetzt ist es viel schlimmer, aber es ist, in absoluten Zahlen ist es immer noch tief. Und das ist, glaube ich, das, was ich den Eindruck habe, was so in den nächsten Jahren sich dann herausstellen wird. Es gibt Einzelne, die sind brutal betroffen. Die Gruppe, die schwere Schäden mit sich trägt, ist wesentlich größer als früher. Aber bezogen auf 8,5 oder 9 Millionen sind es dann doch wieder nicht so viel. Und so kann man sich dann irgendwie, man kann dann im allgemeinen Rauschen untergehen lassen. Also das ist so mein Eindruck, den ich habe. Aber vielleicht wird es ja noch schlimmer. Und dann der Existenzbeweis für Ihre Impfung, der ist gegeben. Also Sie können, Frau König hat einen Vortrag gehalten am 20. April in Altstetten, Zürich-Altstetten. Und da sind mir dann die Haare zu Berg gestanden. Ich höre nicht mehr so gut, zwischendurch habe ich sie nicht ganz verstanden, das war glaube ich ein Schutzmechanismus von mir, weil dann auch die Behandlung, also so etwas kann ich mir in der Schweiz nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich ja naiv, weil ihr auch die Behandlung verweigert wurde. Also das ist ja ein Brechen des ärztlichen Eides, oder? Also ich muss ja jeden behandeln. Wenn sie darauf besteht, dass sie ein Impfopfer sei, und das wurde ja später dann von Professor Arne Burkhardt, dem Pathologen, bestätigt, nicht weil sie gestorben war, sondern weil sie viele Amputationen hatte und das amputierte Gewebe konnte man pathologisch untersuchen. Das zeigen, es gibt heute ein Verfahren, um eindeutig zu zeigen, dass es ein Impfeffekt und kein Long-Covid-Effekt ist. Aber weil sie darauf bestanden hat, dass es ein Long-Covid, dass es ein Impfeffekt sei, wollte man ihr bei ganz vielen Ärzten die Behandlung verweigern. Es wird irgendwann, wenn sie bis dann überlebt, einen Prozess geben. Vielleicht können die Angehörigen dann noch klagen, falls sie das so lange herausgezögert wird, gegen den Chef von BioNTech. Ja, genau, gegen den Chef von BioNTech im Laufe dieses Sommers, wird immer wieder verschoben. Das ist so der extremste Fall, den ich kenne. Das andere Impfopfer kenne ich ein bisschen besser, Team Eitrang, die ist bis heute anhaltend. Teilinvalid, hat schwere rheumatische Schmerzen und eine schwere Gehbehinderung, ist eigentlich mit dem Rollstuhl unterwegs als Gehhilfe. Und dann gibt es noch die Steigerung des Ganzen, das ist eine Daniela C., die hat gerade Suizid gemacht, weil sie verzweifelt ist, dass ihr Impfopferstatus von den Krankenkassen und vom Bund gar nicht anerkannt wird. Und das ist das, was die drei Fälle vereinigt. Also es sind drei Existenzbeweise, dass es den ganz schweren Fall gibt und alle haben ein Problem, dass ihre Leistungen bezahlt werden in einem System, wo man meint, man hat eine Sozialversicherung, die für alle Krankheitsfälle zuständig ist. Gut, ich komme zum Fazit. Oder nein, noch nicht ganz. Wir hatten diese Impfzwangdiskussion in drei Ländern, also natürlich noch in mehr Ländern. De facto scheiterte der Impfzwang dann einfach am nachlassenden Willen der Bevölkerung. Also die haben sich irgendwann einfach nicht mehr impfen lassen. Und ich habe dann nicht mehr viel gehört vom obligatorischen zweiten Booster oder solchen Dingen, was in Deutschland ja durchgedrückt wurde. Also wenn ich nach Deutschland kam, dann wurde ich da gefragt nach Impfungen, von denen ich noch nie was gehört habe. Die gab es bei uns gar nicht. Muss ich sagen, ja sorry, ich wusste nicht, dass man sich 5-mal impfen lassen kann. Habe ich nicht gemacht und ging dann trotzdem. Aber wahrscheinlich auch an den 40% wiederholt an der Urne geäußerten Oppositionsstimmen, dass man nicht einverstanden ist. Es war dann doch einfach nicht möglich, das in der ganzen Härte durchzudrücken. Und der legale, also juristisch definierte Impfzwang war sowieso nicht möglich. In Deutschland scheiterte der Impfzwang dann relativ deutlich am 7. April. Also relativ deutlich mit 378 zu 276 Stimmen im Bundestag. Es gab eine Debatte im Bundestag und da muss ich sagen, es gibt dann doch noch Intellektuelle, die was drauf haben. Da hat dann eine Gruppe fächerübergreifender Wissenschaftler einen Brief mit ganz vielen Dokumenten angehängt, den Bundestagsabgeordneten zugestellt und gesagt, das und das, das sind die Risiken. Oder? Und das, aus dem Grund kann man das nicht machen. Und das scheint auch noch den einen oder anderen überzeugt haben, hier Nein zu stimmen. Und in Österreich immer eine andere Geschichte, die haben den Impfzwang eingeführt.
Und dann, ich habe den Herrn Lesch persönlich getroffen, zufälligerweise. Lesch heißt er, vor ein paar Wochen in Interlaken, hat einen Vortrag gehalten. Und das ist so ein Techniker, der die Datenbank, die Gesundheitsdatenbank von Österreich verwaltet. Und der, die haben also eine Datenbank, wo sämtliche Gesundheitsdaten von sämtlichen Einwohnern drauf sind. Ja, kann man so machen, haben wir nicht. Und da sind auch die Impfinformationen drauf. Und dann haben die Politiker entschieden, dass wer nicht geimpft ist, muss ziemlich hohe Buße bezahlen und haben ihm den Auftrag gegeben, jetzt der Polizei die Liste zu übergeben, wer im entsprechenden Bundesland nicht geimpft ist. Und dann hat ihm ein Kollege gesagt, wenn du das machst, dann wirst du ganz viele Klagen am Hals haben, weil das ist eine schwere Datenschutzverletzung. Und da kommst du nicht mehr raus. Oder? Also wenn es dann so 100.000 Klagen sind, dann bist du dann beschäftigt. Oder? Und dann hat er sich nochmal rückversichert beim Minister, oder wie denn das sei, oder ob der Minister da die Klagen entgegennehme. Und das war dann dem auch ein bisschen zu unangenehm. Und da hat er gesagt, ja, dann gibt es keine Daten. Oder? Und hat ein Mann hat die Umsetzung der Impfpflicht einfach abgestoppt. Er hat nicht so genau durchblicken lassen, ob er das nur aus Angst vor den Klagen oder auch aus Überzeugung, dass das sowieso ein Quatsch ist, gemacht hat. Aber Tatsache ist, er hat es gemacht. Und da sehen Sie also, wie dann auch noch Einzelne eben eine Situation, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wieder ins Gegenteil drehen können. Schlussfolgerung, auch unter völlig unrealistischen Voraussetzungen, hoher Wirksamkeit, fehlender Nebenwirkungen und Vermeidung von Ansteckung, kann keine logisch zwingende Argumentation zugunsten einer allgemein verbindlichen Impfpflicht hergeleitet werden. Eine Impfpflicht für wichtige Berufe ist nur angebracht, wenn die Wahrscheinlichkeit schwerer Impfnebenwirkungen verschwindend klein ist. Und die empirischen Daten zeigen, dass mRNA-Injektionen massiv mehr Meldungen pro Injektion verursachen, also Nebenwirkungsmeldungen, als traditionelle Impfungen, in Australien Faktor 16,5. Ende 2023 kommt ein Anstieg bei Medikamenten im Bereich Krebs und Autoimmunerkrankungen dazu. Und es ist relativ schwierig, da an die verlässlichen Daten zu kommen, aber ich bekomme immer mehr Daten, die in diese Richtung zeigen. Angesichts der Häufigkeit und Schwere der inzwischen bekannt gewordenen Nebenwirkungen stellt sich nicht mehr die Frage eines Impfzwangs, sondern eher die eines Moratoriums dieser Impfverfahren. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.